17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Schwere Stürme über Ostösterreich. Straßenbahnlinien und Zugverkehr vorübergehend unterbrochen. Wiener Feuerwehr mehr als 1000 Mal alarmiert. Bundeskanzler Kreisky bekräftigt Absicht, 1983 nicht wieder als Kanzler zu kandidieren. Wirbel in Italien über Interview mit Terroristen der Roten Brigaden. Wieder verschwindet ein Bankangestellter mit Millionengeldern. Du hast doch, ich glaube, das hört man ja drüben auch, nicht, die Nachricht. Die Nachricht habe ich genau gehört. Na du, es ist doch unglaublich, also jetzt hat man geglaubt, jetzt wird es also endlich nach den Weihnachten vorbei, es wird schneien. Ja, gar keine Spur, aber zumindest nicht in Ostösterreich. Bitte, im Westen soll es ja Schnee geben, aber hier bei uns sowas von einem Sturm. Ein Wahnsinn. Aber weißt du, ich aber muss ja lachen, wenn ich höre, Banküberfall, ja, also nicht der Banküberfall falsch, aber ein Bankangestellter ist schon wieder mit dem Geld abgepascht. Jetzt habe ich langsam wirklich das Gefühl, das Verbrechen zahlt sich aus. Na, das Gefühl habe ich nicht. Im Gegenteil, du, ich habe direkt schon Mitleid mit diesen armen Betrüger. Denn stell dir vor, jetzt liefert sogar Brasilien schon aus. Stimmt, ja, wohin, stimmt, das habe ich gestern gelesen. Wohin soll so ein armer Betrüger in Hinkunft wirklich fliehen? Es ist gar nirgends mehr angenehm auf der Welt für die Betrüger. Aber du, umgekehrt, ich muss mir loben, unsere Feuerwehr. Du, die haben doch schon bereits wiederum fabelhaft eingegriffen, wenn ich denke, in Italien, bei dieser Erdbebenkatastrophe, das war also weniger fabelhaft. Müssen wir dankbar sein. Na, Hila, überhaupt, wir müssen überhaupt dankbar sein, dass wir hier leben dürfen. Denn es ist immer noch ganz schön. Und dir muss ich ja ganz besonders dankbar sein. Diesen fabelhaften Silvester, den du uns bereitet hast. Muss man zu Hause bleiben. Na was? Das ist doch das Gescheiteste, was man kann. Du bitte, ich hab nichts dagegen, die jungen Leute sollen ausgehen, sollen tanzen, sollen trinken. Na, das sollen sie auch, lustig. Warum sie allerdings immer so einen furchtbaren Wirbel dabei machen müssen mit diesen Gnäukörpern? Hast du gesehen im Fernsehen, du, am Stephansplatz? Ja. Also wirklich, die sind in Scherben gewartet, die Leute. Na gut, das sind halt die kleinen Leute, die das machen. Wenn du da angehört hast, was die Politiker uns am Anfang des Jahres alles erzählt haben, da kannst du ja auch glauben, also es bricht jetzt einerseits zwar die Hungersnot aus, aber andererseits rein moralisch das Paradies. Ja, das ist jedes Jahr da so. Kann man nur mit Nestroy sagen, uns ist alles nicht wahr, uns ist alles nicht wahr.